ihr könnt ein Projekt durchziehen. Traut es euch einfach mal. Hallo, ich bin's wieder, euer Rainer. Heute mache ich mal ein Video über meine Geheimverstecke. Ich habe ja vor circa einem Jahr so ungefähr so eine kleine Serie gemacht mit Geheimverstecken, wo ich so ein paar Ideen geliefert habe, wo man denn seine Wertsachen verstecken könnte, ja. Da war einmal im Wald ein Versteck, dann bei mir auf der Terrasse unter so einer Platte und ja, im Garten so ein kleines Erddepot anlegen. Ich habe jetzt die Verstecke ja über ein Jahr eigentlich nicht angerührt, das heißt, da ist jetzt gar nichts passiert in dem Bereich. Und ja, jetzt habe ich gedacht, es ist an der Zeit mal danach zu schauen, ob alles noch da ist, beziehungsweise in welchem Zustand die ganzen Geldscheine sind, die ich da versteckt habe. So, ja, jetzt fangen wir einfach mal an. Jetzt gehen wir mal zu meinem ersten Erddepot und schauen mal, wie es da aussieht. So, jetzt bin ich hier wieder an der Stelle, wo ich dieses Geheimdepot angelegt habe. Und jetzt ist, ich glaube, so ungefähr ein Jahr vorbei, denke ich mal. Jetzt möchte ich das mal freiräumen und mal schauen, wie es da drin aussieht. Ja, ich habe mir ja in meinem Film, habe ich extra nachschauen müssen, habe ich mir angeschaut, wo es genau liegt. Ich habe das ja vermessen. Ich bin von hier in der Ecke in Meter. Und dann von der Stelle hier 70. 70, das müsste dann genau hier sein. So. Okay, genau hier an der Stelle müsste eigentlich das Erddepot sein. Ich zeige es euch mal kurz von nahem. Man sieht ja hier gar nichts. So, wenn man das jetzt mal von nahem anschaut, also man sieht da wirklich gar nichts. Ja, dass da irgendwie mal was aufgegraben war, da das Gras hat sich wieder schön ausgebreitet und wenn das keiner wüsste, wäre da nichts zu sehen. So, jetzt legen wir einfach mal los. Ich steche da vorsichtig wieder was raus. Ja, okay, ich habe schon den Stein gemerkt. Aha, da ist genau die Steinplatte. Gut. So, also hier sieht man schon die Grenze vom Stein. So, jetzt öffnen wir das mal. Oh, okay. So, also das Versteck haben wir wiedergefunden. Das ist ja schon mal top. Was halt jetzt drin ist, ja, ich schätze mal 300-400 Milliliter Wasser sind reingekommen. Ich vermute aber, das liegt hier an der Dichtung. Die war wohl nicht so optimal für das Ganze. Also, ja,
Es ist eigentlich nur ein Thema, wie dicht das Fass ist. Da, wenn ich da heute jetzt was Wertvolles reinmachen würde, würde ich es zum einen irgendwo einschweißen und dann da reinlegen. Zum anderen halt würde ich mehr mit der Dichtung noch was überlegen. Also vielleicht mit Silikon irgendwie zumachen, so dass halt kein Wasser mehr reindrücken kann. Aber ich habe es gefunden. Es ist sicher. Und wie gesagt, mit dem Wasser, das kriegt man auch noch andersweitig in den Griff. So, jetzt mache ich es wieder zu. Rein tue ich nichts. Ich bin der volle Spezialist. Ich habe mich noch gewundert, warum sich das so setzt. Ohne die Platte geht's nicht. Die mache ich aber echt wieder rein, weil die war gut als Markierungspunkt beim Aufgraben. So eine Kacke. So, jetzt habt ihr noch gesehen, wie man es nicht machen soll. Also normalerweise sollte man natürlich auch alles reinmachen, was man rausmacht. Ja, dumm gelaufen. Hätte ich es jetzt nicht zweimal aufmachen müssen, hätte ich auch die Grasnarbe wieder relativ sauber hinbekommen. Das heißt, innerhalb von kurzer Zeit hätte man da nichts mehr gesehen. Jetzt ist halt ein bisschen so, dass ja, ein bisschen mehr Erde wie Wiese ist. Oder ist ja bloß Wiese, kein Gras. Kommt aber in ein paar Wochen, sieht man da wieder gar nichts, dass da irgendwie was drunter versteckt ist. Also das Versteck hat sich echt bewährt, bis auf das Wasser, aber das wird man eigentlich auch in den Griff kriegen, da habe ich keine Bedenken. So, heute löse ich auch mein Versprechen ein, das im Wald versteckte Gelddepot wieder zu suchen, hoffentlich auch zu finden und ökologisch besser zu gestalten. Das heißt, ohne irgendwelche schädlichen Stoffe, die jetzt da im Wald vergraben werden. Erstmal hoffe ich, dass ich es wieder finde. Die Chancen sind gut, aber wer weiß, machen wir nachher gleich, wenn ich das vorbereitet habe. So, und dann die andere Geschichte ist das Ökologische. Ich habe mir Folgendes überlegt. Ich habe hier eine kleine Glasflasche. Da werde ich 5 Euro verstecken und einen kleinen Zettel, dass man auch weiß, von wem das Ganze ist. Ja? So, und dann werde ich diese Flasche verschließen. Und das Problem ist ja immer oben der Verschluss eigentlich. Im Glas selber soll ja nichts passieren. Und bei dem Verschluss habe ich mir gedacht, den tauche ich in warmes Wachs oder heißes Wachs ein paar Mal ein, dass der sich komplett verschließt. Und ja, ökologischer kann es eigentlich dann nicht sein. Ja, jetzt bereiten wir mal diese Geldbombe vor. Und dann gehen wir in den Wald und suchen das Versteck. So, als erstes fülle ich jetzt mal das Gefäß mit den Dingen, die ich verstecken möchte. So. Dann meinen Zettel. Okay. So, dann verschließen wir das gut. So, dann entfette ich mal noch den Rand, dass nachher das Wachs gut hält. Gut. Und jetzt geht's los. Jetzt tue ich hier mit dem Heißluftföhn. Weiß nicht, ob ich die gerade stellen kann. Da machen wir mal 200 Grad, machen wir mal 300.
So, jetzt sind wir hier im Wald. Jetzt müssen wir den Weg noch hier weiter hochlaufen und irgendwo da oben muss der große Baum sein. Ich hoffe, ich finde ihn. Kommt einfach mal mit. Mitlaufen, Lukas. Also hier seht ihr jetzt mal so zwei, drei große Bäume. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass einer von denen es sein wird. Jetzt gehen wir einfach mal da geradeaus weiter rein. So, wir haben jetzt ein bisschen suchen müssen, aber den Baum haben wir gefunden. Wir haben auch nochmals das Video angeguckt und es ist tatsächlich mit dem Ast hier davor, ist es der Baum. Und jetzt suche ich mit dem Metalldetektor nochmal genauer. Den müsste man eigentlich hören. Also da Hanna, höre ich schon was. Irgendwas. Okay. Sollte also hier der Bereich sein. Jetzt bin ich gespannt, ob wir es finden. Oh Mann. So, hier muss es irgendwo sein. Okay, der Hanna. Sieht aus, wie wenn der Hanna schon Rabe hat. Komisch. Entweder hat sich da die Erde gesetzt. Aua. Haha, ich hab gefunden, Leute. Komm mal näher mit der Kamera her. Da unten ist's, cool. Sieht man's? Mhm. Wieso da so eine Einfall war. Oh. Leute, ich hab's. Jetzt wo ist mein Messer? So, jetzt bin ich mal gespannt, wie es da drin aussieht. Na. Cool. Schau an, meine 5 Euro, der Brief, sieht super aus, also ist gar nichts passiert. So, hier habe ich jetzt meine zweite Geldbombe und die grabe ich jetzt ins gleiche Loch wieder ein und ich hoffe, dass dieser Wachspropfen da oben das Ding auch sauber dicht hält. So. So, jetzt machen wir im Bereich vom Verschluss vorsichtig Erde drüber. So.
Also ihr habt jetzt gesehen, man kann es doch wieder finden. Ja, man braucht ein paar markante Punkte, aber hat soweit funktioniert. Zum Glück habe ich ja auch das Video noch gehabt. Die alte Geldbombe habe ich ausgraben, nehme ich wieder mit der Tüte hier. Ja, so ein Metalldetektor ist mit Sicherheit gut, weil der Deckel hier, der war Metall bei dem Glas. Okay, stimmt, da habe ich kein Metall mehr drin. Jetzt weiß ich und mein Sohn die Stelle. Ich hoffe, dass wir sie dann auch, vielleicht im Jahr werden wir wieder herkommen und sie wiederfinden. Und dann schauen wir mal, wie es da drin dann aussieht. So, jetzt werde ich mein Versteck mal aufmachen. Hier unter der Platte, da müsste eigentlich das Geld versteckt sein. Dann legen wir mal los. Gefunden, hurra! Okay. Die nächsten 10 Euro habe ich jetzt auch geborgen. Also das Versteck hat super gut funktioniert, muss ich sagen. Da würde ich locker, was weiß ich, ein paar hundert Euro verstecken, jetzt nach meinem Gefühl. Hier die Flasche ist dicht. Da kommt, da ist kein Wasser reingekommen. Das Behältnis selber auch. Da steht also auch kein Wasser drin, das heißt, das Versteck war tipptopp, muss ich sagen. Das ist jetzt ein knappes Jahr da drin. Die 10 Euro, können Sie mal rausholen. Die sind trocken. Keine Feuchtigkeit. Machen wir wieder zu. Kunststoff ist noch gut. Kommt wieder rein, zumachen, fertig. Okay, bis sie mit dem Gummihammer noch festmachen und dann hält es wieder eine Ewigkeit. Ich habe jetzt meine drei Verstecke wieder geöffnet, also so ungefähr im Durchschnitt ein Jahr war jetzt alles versteckt draußen im Freien und ihr habt ja gesehen, wie toll das jetzt doch alles eigentlich funktioniert hat. Zum Schluss mache ich jetzt hier noch kurz diese Flasche auf oder dieses Glas. Das war jetzt mein letztes Versteck im Wald. Da will ich jetzt auch mal noch kurz reinschauen, ob da noch was irgendwie feucht ist. Okay. Einwandfrei trocken, meine 5 Euro. Top. Und mein Zettel, den ich da vergraben habe, auch. Also, auch das hat einwandfrei funktioniert, das Geld, original, voll funktionsfähig, prima. So, das war jetzt auch schon mein kleines Video über meine Geheimverstecke, die ich da mir angelegt habe oder mir ausgedacht habe, wo man wirklich seine Wertsachen oder hauptsächlich auch Geldscheine gut verstecken kann. Es ist also in keinem Versteck so gewesen, dass da das Geld kaputt gegangen wäre. Okay, in der großen Tonne im Garten, da hätte man das natürlich noch wasserdicht verpacken müssen. Das ist ja aber heute alles gar kein Problem. Ihr habt gesehen, man kann wirklich sein Sachgut verstecken. Ich bin überzeugt, alle drei Verstecke, das im Wald, das im Garten mit der Tonne und das unter der Platte auf der Terrasse, sind wirklich Verstecke,
die auch ein Einbrecher, ein normaler Einbrecher, sage ich jetzt mal, wirklich nicht finden würde. Also da finde ich jetzt, das Geld ist so sicher wie auf der Bank. Gut, im Wald ist natürlich so, da kann auch noch ein bisschen was schief laufen, aber die anderen beiden Verstecke, wo man genau weiß oder wo man sieht, wer Zugriff hat, da kann nichts passieren. So, jetzt bin ich auch schon am Ende. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen, hat euch vielleicht ein bisschen inspiriert, euer Sach, wie man seine Sach schützen kann. Würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Über einen Daumen hoch würde ich mich auch freuen und ihr könnt auch gerne mal bei mir auf dem Kanal vorbeischauen. Da habe ich die Videos auch drauf, wie ich die Verstecke angelegt habe. Und wenn ihr Lust habt, hinterlasst doch auch noch ein Abo bei mir.